rechnen. Wow, hier geht's ja runter. Achtung, links. Lauf lassen. Moin, heute habe ich es total übertrieben. Erst bin ich falsch hierher gefahren. Erst habe ich die Zeit verpennt. Ich dachte, ich fahre eine knappe Stunde hierher, ist auch eine reichliche. Viertelstunde Puffer weg. Dann habe ich mich noch verfahren. Ich glaube, es ist 4 Minuten vor Start losging. Start, es geht einfach los. Alter. 4, 3, 2, 1. Aus zum Fröhlichen. Wow. Ja. Das war ein Fehlen, ne? Gut, das ist. Ja, Achtung. Danke. Läuft. Wow, hier geht's ja runter. Sorry, dass die Kamera wahrscheinlich schon zu hängt.
Alter, was ist denn los mit dir? Oh. So, jetzt mal ein bisschen runterschalten hier. Ich fahre 3 Stunden. Achtung, links. Achtung, links. Okay. Danke. Achtung, links. Danke. Meine Flasche ist weg. Oh. So, ich bin ohne Flasche unterwegs.
Scheiße. Vorne habe ich die organischen Racing-Belege, die quietschen halt, sobald es nass ist. Jetzt ist hier ja eher, wann hinter mir Platz ist und wann nicht. Als ich. Oh, yeah.
Ich hoffe, ihr seht hinten gut. Oh. Hui, hui, hui. Das war voll Stein mitgenommen. Hey, ich überlege gerade, ob ich jetzt einfach mal einen Test mache. Drei Stunden ohne zu trinken. Steile Abfahrt. Ich liebe dich, 120 mm sind. Wow, 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 wow. Schnellfahren ist das eine. Bremsen im Schlamm das andere. Wow, 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 wow. Mann, was ist denn hier los? Alter, Schlamm, Schlamm, Schlamm.
Oh, Leute. Links. Oh, da vorne wird's steil.
brauche ich ein neues Schaltwerk. Achtung, links. Dankeschön. Thank you.
Oh. So, ich muss jetzt ein bisschen rausnehmen. 10 Kilometer von 50 sind weg. Jetzt beginnt mein Rennen. Wenn das Zeug so schnell macht, wie es scheiße schmeckt, sprinte ich jetzt dauerhaft. Gel ohne Wasser ist auch eine scheiß Idee. Aber ich muss. Noch ein Gipfel.
Oh. Na komm. Ey, keine Ahnung. Scheiße, hätte ich fahren können. Da ist alles nicht so ohne ihn lassen, ne? Schlau gemacht von ihm. Das nächste Mal schiebe ich auch länger.
Geht's euch gut? Auf dem Sofa? Oh. Laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen! Jetzt habe ich kurz Tränen in den Augen. Und weiter, weiter, hopp, hopp, hopp. Alles rum, hopp. Achtung, danke. Weg ist er. Ui, 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 ui.
UV in der Brille. Tränt übelst. Aber kommt, Jungs, kommt! Bleib dran! Bleib dran. Um ehrlich zu sein, das ist gar nicht meine Flasche. Aber ich habe so einen Durst. Wie geht das Ding auf? Scheiße. Muss schon mal gucken. Ach, rein. Die sitzt aber auch übelst leicht. Hoffentlich verliere ich den mal wieder. Du musst bitte vorsichtig bremsen, dass die Flasche nicht rausfliegt. Und mal gucken, ob meine hier irgendwo liegt. Ui. Flasche verloren habe ich das letzte Mal 2017, glaube ich. Wie spät ist denn überhaupt? So, jetzt. Wie geht es hier? Ruhe. Hält das Ding auf. Ah, danke. Ich drehe diese Schaltung gleich ab. Alles neu eingestellt, funktioniert daheim. Gestern Testfahrt funktioniert, ich fahre auf dem Rennen. Zwei Leute haben nicht verstanden, was bedeutet, Gels werden nicht weggeschmissen, aber nur zwei.
JBO Sebnitz. Das ist jemand von hier. Es tut mir total leid, dass ich hier jetzt jemanden was wegtrinke. Aber ich kann nicht mehr. Nur die Chancen stehen gut, dass der schon im Ziel ist. Darf ich dir die Flasche geben? Die habe ich gefunden. Die ist von jemandem von hier. Aber ich habe sie ausgetrunken. Ich habe meine nämlich auch verloren. So. Letzte Runde für dich. Ja. Nee. Hopp. Nur am Rutschen hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hier auf der Strecke den Akku wechseln soll. Hier könnte ich machen. Na komm raus. Wo ist die GoPro? Scheiße, wo ist die? Wenn ich sage, was ich euch jetzt gerade mache, was ich gerade mache hier. Mit einer Hand hinten, Akku rausnehmen, neuen Akku blind rein, hoffen, dass alles zusammen bleibt. Oh, hier geht's bergunter. Ich habe keine Handschuhe. Geht es jetzt noch ein Stück berg hoch? Ja. Sehr gut. Bitte lass das den GoPro, den DJI-Akku sein. Ach, GoPro, Mist.
Wo ist der denn? So ein Scheiß. Ja. Oh. Wertvolle Zeit verloren hier. Aber gut, kommt trotzdem 200 Watt raus. Mach aus die Hufe. So, GoPro hinten ist glaube ich auch an, oder? Ich muss die nochmal drücken. Ja. So. Uiuiui. Das ist anstrengend. Uiuiui, komm schon. Eins. Willst du vorbei? Ja. Dann fahr rechts. Danke. Jo. Oh geil, so jetzt bin ich wieder Rennfahrer. Boah, ich sehe nichts mehr. Ich hasse mit Brille fahren, aber in dem Schlamm ist es eigentlich besser. Oh, oh. Boah. Boah.
Letzte Runde. Oder hast du noch eine? Nein. Ja, ich muss da noch. Ja. Oh. Ey, zum Glück habt ihr im Intro gesehen, dass ich Liegestütz trainiere. Das stimmt nämlich. Ich habe bei 9 an einem Stück angefangen und jetzt sind es schon 23. Ich bin so ein Schwächling gewesen. Jetzt zumindest so halbwegs angenehm. Ist mir scheißegal, ob hier ein Anstieg kommt. Oh. Habt ihr das gehört? Alter, rutscht dauernd über beide Räder. Vielleicht sollte ich doch ein anderes Lied singen. Oh nee, I wanna fly away. Soll ich jetzt mal den Korn zeigen? Alles voll. Ich frage mich, wo die ganzen langen Strecken sind. Ah.
Wenn du vorbei willst, musst du was sagen, ne? Ja, ich mach keine Scheiße. Jo. Vielleicht jetzt 20 Watt die Position. Was habe ich denn eigentlich für einen Schnitt? 19. Achtung, ich lasse jetzt mal Abstand, weil das so steil ist. Ja. Ja, nicht, dass du vorbeifährst. Ich komme hier schon hoch. Hmm.
Ja, da vor mir ist ein Grüner. Das ist der erste Grüne seit Ewigkeiten. Und der ist auch gut fix. Berg hoch zu bremsen. Ach, Berg. So, jetzt wird mir ein bisschen kalt. Komm. Ah.
hinten. Hey! Sieht sehr gut aus. Ach, danke, Jungs. Geil, dass ihr da seid und an der Strecke steht. Oh, ja. So, nach dem ersten Push schaltet der Körper halt jetzt ein bisschen runter, ne? Das merkt er, bei mir auch, also ich merke es auch. Da wird es dann kälter, da musst du aufpassen, dass es nicht zu kalt wird, dass du nicht ausfrierst. Aber so kleinere Schwankungen ist, dass sie sind trotzdem normal. Es kann sein, dass das in einer halben Stunde schon wieder ganz anders aussieht. Da spielt du ganz viel der Kopf mit rein. Oh.
Nicht so viel treten. Oh. Oh. Oh, mein Hebel ist so total kacke von der Chopper. Du bist scheiße positioniert. Ah. Oh, hier. Oh. Oh. Jetzt geht das Geficke wieder los. Entschuldigung.
von dem Laufen. Das zieht mir so in den Boden. Oh. Das macht mein ganzes Rennen kaputt. Das muss ich lernen. Joggen. Achtung! Hier ist gerade Fahrradrennen. Da kommen noch ein paar. Übelst geil. Will hier in Ruhe wandern. Komm erstmal einen Haufen Bekloppte vorbei. Aber wenn es so ein Miteinander ist, dann ist ja schön. Die vorn hinter mir, die sind alle in der letzten Runde. Ich habe noch eine. Puh. Komm schon.
Dir ist deine Brille gerade rausgefallen. Da. Danke. Na klar. Ich fahre eh noch eine Runde. Oh, oh. Ah, das war wieder was für die Kamera. Meine Freunde, ne? Bei Uwe Leino, Carsten Walter und Rocco Boland. A teď startom číslo 954. René Restal. Oh, ich dachte, die Weißen sind zwei Runden. Na gut, ich gebe es zu. Hier war jetzt bergunter ein bisschen Ego dabei. Das wäre fast schief gegangen. Weil ich vergessen habe, dass ich eine Linkskurve fahren muss, ich Depp. Und so habe ich das Luftding mal gestreichelt. Eigentlich wollte ich mich nur kratzen. Oh, schön. Leute, ich sag's euch so, wie es ist. Ich hab grad gar keinen Bock, mich zu quetschen. Ich will ja lieber ein bisschen rumflowen. Schnell fahren. Und gucken, wo die Reise hingeht. Ah! Meine Flasche! Nee, meine Flasche. Ich habe jetzt gerade keinen Durst. Hey! Ganz schön starke Jungs her. Das
Huiuiui. Boah, wie witzig wäre das, wenn die vor mir Platz 1 und 2 sind. Ha. Vielleicht schaffe ich sowas irgendwann mal. Weil ehrlich, nicht dieses Mal. Hier gibt es noch mal ganz andere Granaten. Ich frage mich gerade, ob ich 4 Runden fahren muss. Ich habe jetzt 30 Kilometer. Ich frage mal den Typen hier, der jetzt nicht mehr da ist. Mist. Ob ich irgendwann mal wieder ein Rennen mit Sonne filme, das wäre geil. Was machst du da? Hm? Kumpel. Alter, ey. Das war schon anstrengend, ne? Die nassen Dinger, nasse Steine, nasse Wurzeln, Querrillen, Abhänge. Eieiei. Das musst du erstmal alles so bewältigen. Oh. Oh, ja. Die Kamera hinten geklotzt. Kleine Flüchtigkeitsfehler. Zeichen von Erschöpfung. Ich habe sowas tatsächlich jetzt immer beim Bergabfahren mit dem Kopf, was mich jetzt doch schon ein paar Mal hingehauen hat. Zweimal. Ähnliche Bedingungen, ne? Ich gehe halt trotzdem gern Risiko ein. Ist halt so. Aber ich versuche halt das Risiko mit Hirn zu nehmen. Ja! Sag mal, die ganz lange Strecke, noch eine Runde danach? Nee, nur drei.
3. Ach, geil. Ja, da kannst du dann viel fahren. Mhm. Mhm. Danke. Ja, läuft doch. Der Racing-Ralf hinten, so ein geiler Reifen im Schlamm. Wenn du den einfach durchhackst, sondern gefühlvoll Gas gibst, dreht er kaum durch. Wunderbar. Ich habe gerade ein bisschen ein mentales Loch. Hopp. Komm, Christian, go jetzt hier. Sonst geht's in 1000 Kilometer ohne nach Sibirien, du, da sag ich dir. Und das Ganze gleich dreimal am Stück. Mignon, mach jetzt hin da hier. Du bist hier nicht zum Kaffee trinken. Los, 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 dann muss ich ja meine Oma stellen, als wir sie jetzt. Na gut. Eieieiei. Ist ja okay, Coach. Aber ich möchte lebendig ankommen. Das interessiert mich nicht. Spaß. Oh. Aber ich hatte heute schon zu essen. Ich brauche keinen Schlamm im Mund. Hopp. Na, wusste ich doch, das ist die schönere Linie.
Ich bin falsch gefahren. Oh. Budowski sieht extrem scheiße aus. Ich freue mich nicht, das hier laufen zu lassen. Oh. Hier war doch auch so eine Rutschstelle. Das weiß ich noch. Oh. Immer eine Güte. Beine. Diese Haltekraft. Oh. Nein. Helm ab, Frau Mütze. Oh. Ich brauche mal ein bisschen Erholung. Oh Mann, was ist denn da hier los? Scheiße. Ganz entspannt langgleiten, wie Gillette, ne?
Das ist gerade richtig schwer für mich. Weil es jetzt doch schon recht lang weit rein ist. Aber weißt du was? Was für ein Gelaber, das tut jetzt allen weh. Ich kann eh nur alles geben, was ich habe. Also los. Oh Mann, Mann, Mann. Go, go, go. Nix mit Yes, neue Leute.
sowas. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zwingen soll oder ein bisschen einen ruhigen machen, weil ich weiß, dass noch so steile Dinger kommen, wo ich meine Kraft brauche. Ich bin noch nie mit meinen jetzigen Skills so lange hart gefahren. Weil ich jetzt immer ein bisschen VO2 Max pushen kann, wie jetzt hier. Obwohl das anaerob ist. Ja. Oh, ja, ja. Oh, das geht übelst gerade in die Beine. Ja. 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 Oh, meine Beine. Oh, meine Beine. Also der anaerobe Tank ist leer. Langsam. Was für ein cooles Rennen, ehrlich. Ach, wie viel Glück schon wieder. Ich bin noch rechtzeitig gekommen, also zum Start. Hab eine Trinkflasche gefunden. Hab ein Wasser gereicht bekommen. Ja. Oh. Boah. Oh. Letzte Runde. Ich auch. Ja?
Ja? Na, die ganz langen, für die ist jetzt auch die letzte Runde, oder? Streckenkosten meinte vorhin, nee. Ich weiß es jetzt auch nicht. Naja. Ah. Ey, soll ich da noch eine fahren? Ich hab 1200 Höhenmeter. Ey, ist das die letzte Runde? Ja, ich denke schon. Oder ich hoffe. Noch eine fahren? Nee. Willst du noch eine fahren? Tja, mit Wille geht alles, ne? Die Frage ist nur, wie schnell. Oh. Jetzt siehst du bei mir, wie lange ich die hohen Leistungswerte halten kann. Ich kann jetzt noch mal auf die FDP drücken, wie jetzt hier. Aber das oben drüber raus tut jetzt so weh. Und ich mach das nicht. Weil ich bei den ganz steilen Dingern brauche. Wenn ich das jetzt dauernd mache, gehen mir die Beine zu. Mm-hmm.
die Glotzen vorn. Der glaubt gar nicht, wie viel schwerer das geht, wenn der Boden nass ist. Oh. Und Rico, wie geht's dir? Rico und Melanie sind mit einer der ersten Zuschauer. Rico, hab's am Start gesehen. Oh Mann, Respekt an dich. Du fährst ja auch die lange Strecke. Und du bist nicht ganz so fix, wie ich das bedeutet. Oh, du musst ja die Qual noch länger antun. Oh, das unterschätzt man nämlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind die langsam teilweise übelste Helden. Weil ich schaffe das jetzt hier in 2 Viertelstunden. Sagen wir mal, wenn du jetzt 3,5 brauchst oder 4, das ist für den Körper ja eine ganz andere Anstrengung. Deswegen unterschätzt das nicht. Oh. Ich will absteigen und schieben. Aber das wird nicht passieren. Denn dann muss ich 1000 Kilometer nach Sibirien fahren mit dem Fahrrad. Will ich nicht. Da ist kalt. Da vorne, der kommt näher. Der kann nicht mehr. Dem geht's wie mir. Aber vielleicht ist er noch mehr im Sack. Jetzt ist halt, ne, das Hirn fängt langsam an, ein bisschen abzuschalten. Jetzt ist wichtig, im Kopf dabei zu bleiben. Weil sonst übelst schnell Schusselfehler passieren. Ein Schusselfehler plus die Bedingung aufs Maul, das ist schnell.
Ja, wie es ist, komm an der Wurzel vorbei. Und auf die Wurzeln. Einfach bis Ohren. Scheiß drauf. Stein. Mir tun ehrlich die Beine weh. Meine Stützmuskulatur und alles, keine Ahnung. So was meine ich. Hinten durchschlagen. Mit dem Race King hätte ich jetzt schon wieder einen Platten gehabt. Christians Körper am Limit. Aber er hält. Er hält. Arme. Keine Flüchtigkeitsfehler. Das Ding. Ich kann kaum schalten. So, Leute. Und jetzt langsam gehen. Wie der da vorne. Links meine Sehne. Die, wenn der Körper anfängt zu streiken, ist links meine Sehne jetzt immer das Erste. Das sind die Nachwirkungen von der Zerrung. Ich habe das gut unter Kontrolle. Oh. Ja, ich habe das gut unter Kontrolle, aber es ist immer mein Zeichen. Dass es langsam aber sicher zur Neige geht. Da komm, noch einklicken links. So. Guck, hier brauchst du diese anaeroben Dinger. Oh. Wow. Mit der Schöpfung ist halt die Präzision nicht mehr so hoch. Sagt mir mal, wie das bei euch ist. Geht euch das auch so? Oder seid ihr da stabiler? Oh. Und wenn euch das gefällt, like gern das Video. Ob der wird es nämlich mehr Leuten gezeigt. Oh.
Ah. Und das finde ich dann wieder cool. Oh. Ich habe nämlich noch ein paar Ideen, wie ich das Ganze vielleicht auch ein bisschen filmischer machen kann. Also das soll natürlich ein Rennen bleiben. Aber wie sowas wie mit dem Coach so Charaktere reinbringen. Oder mal gucken. Yay! Oh. Ja, ja, alles gut. Die schwierigste Stelle gemeistert, danach gepennt. Danke! Die habe ich schon verloren vorhin. Na komm. Ey, da könnte ich kotzen. Ich saß gerade noch. Narrow white. Kette springt nie ab. Haben sie gesagt. Niemand hat dir gesagt, dass du es nicht drauf kriegst. Jetzt habt ihr Pech gehabt. Jawohl. Oh.
Also durch fehlende Action kann sich niemand beschweren. Aber jetzt daudel ich herunter. Ich habe keinen Bock mehr. Liebe Leute, und damit haben wir schon wieder den Film im Kasten. Es ist 1 Uhr nachts am Dienstagmorgen. Am Samstag ist das Rennen gewesen, also Samstag, Rest, Sonntag und den kompletten Montag habe ich an PC verbracht und bin irgendwie wie gefesselt davon gewesen. Ich bin gespannt, ob das euch gefällt. Ist ja jetzt nochmal viel mehr Zeit reingeflossen, ne? Lieben Dank an die Veranstalter, lieben Dank an alle, die dabei gewesen sind. Es ist ein sehr schönes Event gewesen, knüppelhart. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich jetzt auch mal wieder auf einen Marathon mit Marathon-Flair, sprich einfachere Strecken. Dass ich sowas mal sage, hätte ich nie gedacht. Und gleichbedeutend werde ich mich auch aus diesen längeren Rennen erstmal zurückziehen, bis ich meinen Rücken in den Griff bekommen habe, denn ich habe keinen Bock mehr. Na, ihr habt es selber gesehen. Das war zu erwarten, ne? Wenn ich jetzt so, wo ich den Film bearbeitet habe, war mir eigentlich klar, okay, ja, es ist irgendwie logisch, dass es mich dann da auf die Gursch gehauen hat. Einfach zu lange, viel zu viel über dem Limit. Chicken Line gab es halt nicht, ne? Und das ist keine Beschwerde, sondern gut, da muss ich halt das nächste Mal absteigen. Das sind jetzt so die kleinen Sachen, die ich für mich lerne. Ich weiß nicht, wäre ich alt oder sowas? Mensch, früher war mehr Lametta. Früher musste ich mir nicht solche Gedanken machen, das ging alles gut. Jetzt ist da schon der Kopf ein bisschen mehr an. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, gute Trainingserfolge und auch Erfolge im Leben natürlich. Und wir sehen uns in Dresden und da rocken wir wieder richtig die Bude. Ich freue mich, wieder bekannte Gesichter zu sehen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Eine schöne Zeit. Ciao.